Und epic, auf der linken Seite haben wir hier einfach einen Teenager-Jungen und auf der rechten Seite ein Teenager-Mädchen. Und die werden sich heute fett fighten. Die werden hier Tatsächlich. sich streiten und wir gucken, wer als letztes überlebt. Ich übernehme natürlich hier die Mädchen, du übernimmst die Boys und ich bin gespannt. Ja. Wir haben hier auf jeden Fall ganz viele Mädels. Die werde ich alle bei mir hin platzieren, taktisch natürlich. Und ich hoffe, dass die deine Jungs richtig gut wegschnetzen am Ende. Ich hoffe, keiner bleibt von denen übrig. Ja, wir haben alle dasselbe. Und in unserer linken Kiste haben wir Blöcke. Wir haben hier, ja, so ein bisschen Zeug wie so Fake-Wasser. Wir haben hier Cobwebs. Wir haben Infected Cobwebs. Die tun dann sogar hoffentlich Oh. Damage. Und wir werden uns nicht bekämpfen. Das heißt, nur die Girls und die Boys werden sich bekämpfen. Und am Ende haben wir aber die Möglichkeit, durch ein paar Granaten das Spiel vielleicht nochmal so ein bisschen zu beeinflussen. Und wir haben auch noch vier Minen jeweils. Und die können wir natürlich auch taktisch platzieren, um das gegenüberliegende Team wegzuschnetzeln. So epic. Ja. Da bin ich gespannt. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal wirklich eine Zeit, und zwar Go, 20 go. Minuten. Die geht jetzt gleich los. Ich zähle dann runter, okay? Okay, ich bin So, ich nehme bereit. jetzt erstmal ein paar Blöcke. Dann gehen wir beide auf unsere Seiten. Du bist eh schon da. Und dann geht es los. Hast du schon eine Ahnung, was du bauen Ja, wirst? ich habe eine kleine Idee, Echt? wie ich es bauen werde. Aha, ich habe noch gar keine Idee. Wir haben Obsidian, also wir haben auch Fake-Wasser, ne? Da könnte man ja auch vielleicht nicht so gut drin schwimmen. Okay, warte mal. Ich mache mal kurz einen Timer ready und dann werden wir anfangen zu bauen. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig Fertig und und los geht los! es. 20 Minuten sind echt nicht lange, deswegen müssen wir ganz kurz überlegen. Also, meine Base wird jetzt nicht sonderlich schön aussehen. Wie wird deine aussehen? Sie wird nicht schön, aber sie wird sicher. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Und ich Aha. muss mich jetzt sehr darüber beeilen, dass ich alles bauen kann, was ich will. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, also ich glaube, ich werde auf jeden Fall so verschiedene, schon so eine Base bauen. Ich glaube, ich mache so ein U und dann gucke ich mal, dass ich hier vielleicht so, ja, Gänge irgendwie reinmache oder sowas. Ich weiß nicht. Ich bin mir ja nicht so ganz sicher, ob es besser ist, seine Boys und seine Girls zu verstauen, dass die halt sozusagen, ja, aufgeteilt sind, oder ob es besser wäre, wenn die halt komplett auf einem Haufen sind, weil, jetzt kommt's, weil dann sind die ja schon stärker einfach, ne? Guck mal, Ja, das stimmt. stell mal vor, vorne sind nur 5 Boys und bei mir sind so 10 Girls oder mehr, dann werde ich ja sowieso gewinnen. Und ich glaube, das geht sich dann. Ich weiß nicht, was besser ist. Aber im Endeffekt könnte man ansonsten auch noch jemanden vergessen oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Fake-Wasser haben wir ja auch. Oh, Ja. stimmt. Ja, okay, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ja. Oh, Oh, oh. hast du schon eine Mine platziert? Nee, das war eine Granate vielleicht. Ach du Jemine. Nee, jetzt habe ich eine Du hast eine weniger. weniger. Unfair ist das aber. Oh. Oh nein. Okay, ich habe auf jeden Fall, ja, hoffentlich eine gute taktische Idee, wie ich das hier bauen werde. Ich habe gar keine taktische Idee. Ich sag dir, wie es ist. Ich weiß es nicht. Ach Mann. Naja, wir gucken mal. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wärt ihr eher Menschen, die, ja, ihre kleinen Girls zum Beispiel eher zusammen hin platzieren würden? Oder aufgeteilt? Ich bin mir immer noch nicht sicher. Was machst du denn, Epic? Willst du mir das Ich werde verraten? sie ja zusammen hinplatzieren, die meisten. Zusammen? Also ich sag mal so, die ersten 5 Minuten sind ja schon bald um. Oh, was ist denn da los? Okay, wir haben noch Das geht 15 Minuten richtig, richtig Zeit. schnell. Okay, Aber ich habe mal auf jeden Fall gucken. aber hier schon ein bisschen was gebaut. Das kann ich dir sagen. Ja, ich weiß auch noch nicht Ich so ganz, wie ich das hier hoffe, mache. es ist nicht so schlecht. Ich glaube, ich mache das so. Ja, hier und Also ich werde hier hier. wahrscheinlich meine ganzen Mädels platzieren. Genau hier. Wahrscheinlich sogar. Ja, wahrscheinlich mache ich hier auch noch auf, dass wir hier so 3 Ausgänge haben, theoretisch. Und beim längsten. Ah, vielleicht kann ich das auch irgendwie später machen? Nee, 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 nee. Ich lasse sie schon alle zusammen rauskommen. Ich glaube auch, dass die geballte Gruppe viel stärker ist als irgendwie, keine Ahnung, ein Einzelner am Ende. Den brauche ich dann auch nicht. So, ich guck mal ganz kurz. Du hast Zäune vorne hin platziert. Oh, das Hä? Infected Cobwebs ist Bist ja du denn da? nice. Nicht Ja, ich spickeln! habe nicht alle Blöcke rausgenommen. So und so. Okay, ich habe jetzt das Wasser, glaube ich, ganz gut gelöst, mein Fake-Wasser. Ja, das passt Ja. ganz gut. Ich habe hier auf jeden Fall schon, oh, Barrikaden platziert. Ich hole mir jetzt auch mal die Spinnweben hier insgesamt. Ich glaube, ich mache auch noch einen kleinen Turm für mich, dass ich da dann Oh, ja, auch stimmt. starten kann. Beziehungsweise, wir haben ja eine Elytra und dürfen damit dann rumfliegen und uns das ganze Spektakel ansehen. Ich glaube,
Wäre nice, wenn ich natürlich einen Ort hätte, wo ich auch starten könnte. So, dann bauen wir das mal ein bisschen höher noch. Vielleicht so. Und ich bin ja auch der Meinung, man sollte seine auch nicht relativ hochstellen, weil das endet dann auch nicht gut, wenn die Fall Damage bekommen. Das die sind ja nicht so stark, sag ich mal. Oh, wir müssen ja auch innerhalb der Zeit alle platzieren. Stimmt. Oh, oh. Warte. Ah, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Wir müssen uns beeilen. Warte, ich gucke mal auf die Uhr. Ah, jetzt sind es erst 15 Minuten. Ja, ich glaube, wir können chillen. Wenn wir die letzten 3 Minuten dazu nutzen, die hinzuplatzieren, dann reicht das aller wirklich. Also, da musst du dir keine Sorgen machen. Ja. So, also ich platziere auch mal mein Fake-Wasser. Aber wie gesagt, ich mache das eher so ein bisschen, einzeln, sag ich mal. Ja, hier kommt es gespannt. Dann nochmal irgendwie hin. Am besten, wo meine halt nicht rein treten, sag ich mal. Ich habe noch ein Stück, das mache ich dann direkt bei dir hier vorne hin. Ich würde auch sagen, wir machen komplett die ganze Wand weg. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, ich habe jetzt vor, meine hier rein zu platzieren, in das U halt sozusagen. Hier kann ich nach oben gehen, hier kann ich nach oben gehen, falls ich irgendwie runterfalle. Und ansonsten bin ich mir unsicher, ob ich irgendwie noch vielleicht ein bisschen mehr... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich will auf jeden Fall noch was mit Obsidian machen. Ich werde da mal was ausprobieren. Okay, wir haben übrigens noch 10 Minuten und 55 Sekunden. Das heißt, wir sollten schon gucken, das steht bei dir schon grob was, ne? Ja. Also bei mir ist meine Base soweit so schon fertig. Ja. Ich bin mir jetzt aber gerade ganz nicht sicher, wo ich meine Jungsarmee hinplatzieren werde. Ich denke halt auch gerade drüber nach, das irgendwie noch ein bisschen höher zu machen. Aber ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, irgendwas muss ich noch machen, was deine auffällt. Aber ich weiß nicht genau, was. Ich weiß es gerade einfach nicht. Also ich habe so eine Taktik. Ich guck mal und hoffe, die klappt gut. Ich weiß es nicht so ganz. Oh, ich glaube, ich müsste das eins nach... Oh, jetzt habe ich auch noch hier Obsidian hin platziert. Ah, nein. Jetzt kann ich das erstmal abbauen. Ich will so eine Art Trichter machen. Und zwar, dass du dann... Oh. Dass deine halt sozusagen genau zu meinen laufen das und nicht woanders. Fies. Ja, mal gucken, ob das klappt. Ich weiß nicht so ganz. Dadurch, dass ich mehrere Öffnungen habe, kann ich das jetzt nicht so auf einen Punkt machen, aber so ein bisschen zumindest. Hab's aber jetzt ein bisschen zu weit platziert. Ich muss die auf jeden Fall nochmal abbauen, dass es so schön abschließt hier mit dem. Gucken wir mal, dass es dann so wäre. Moment, ja. Und dann könnten die direkt hier hin und müssten an den infizierten Cobwebs vorbei. Das ist eine gute Idee. Oh nein, was machst du denn da? Na gut, okay, noch 7 Minuten 46. Also, wie gesagt, bei so 3 Minuten sollte ich wirklich mal überlegen, dass ich die mal hinplatziere langsam. Nicht, dass ich nur am Ende 3 oder so habe, weil ich hier gerade anfange hinzuplatzieren. Okay, so. Hast du noch irgendwie einen taktischen Plan? Ja, ich habe alles hier schon relativ taktisch gebaut. Das heißt, wenn man von deiner Seite kommt, also wenn deine Mädchenarmee hier rüberkommt, sollten auf jeden Fall einige in die Spinnweben laufen, hoffentlich, und auch ins Fake-Wasser. Mhm. Ich hoffe vor allen Dingen, dass meine dort nicht reinlaufen. Okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall hinten eine Wand gebaut. Ich habe einen Aussichtsturm bzw. eine Aussichtsbrücke für mich gebaut, wo ich mich dann mit den Granaten hinstellen werde. Die Minen muss ich noch platzieren. Und ich platziere mal die erste hin. Und sie steht. Perfekt. Okay, das heißt, ich werde jetzt hier alle einzeln hinstellen. Und ich hoffe mal, dass die dann kampfbereit sind, wenn es soweit ist. Oh, meine wollen schon zu deinen. Oh! Katja! Oh! Hast du schon Minen platziert? Ja, klar. Wir haben gesagt, am Ende. Ist doch fast das Ende. Nein. Oh, du musst da noch. Stopp, Moment. Pause, 5 Minuten Pause. Also ich sag mal so, 2 Minuten 40, ich habe meine ganzen Mädels hin platziert, aber die sind so fuchsteufelswild anscheinend, außer hier die eine. Alles ist wieder gut. Die Minen, würde ich sagen, die machen wir wirklich ganz im Spiel erst. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, und ansonsten bin ich schon fast gut vorbereitet. Also, die bekommen ja manchmal Damage. Das ist aber leider halt dann einfach so, weil hier... eine ist gerade bei mir einfach gestorben. Oh, du schon eine weniger. Oh nein, vielleicht sollte ich doch das Fake-Wasser hier mal ganz kurz schließen. Warte mal. Habe ich jetzt den Adblock? Ja, okay, ja, wartet mal, ich mach das hier mal ganz kurz weg, Leute, Mädels, sorry,
Ich muss hier mal ganz kurz ein Wasser hinplatzieren. Eine Erde platzieren. Lass mich mal durch. Und es sind noch 6 Sekunden. Oh. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich habe alles abplatziert. Oh nein, 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 nein. Und der Timer stoppt. Oh. Und es müsste aufgehen. Oh. 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 Oh mein Gott, dein Wasser. Dein Wasser ist ja viel zu OP. Weg mit euch. Warte, 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 weg warte. Mit euch. Was machen die da? Du gehst hier. Oh, du gehst hier die Dings platzieren. Da hab ich sehr gut getroffen. Da hab ich sehr gut getroffen. Nein, 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 nein. Ich muss. Oh. Hast du gerade tief geworfen? Oh nein. Ich hab gerade meine. Meine sind komplett. Oh. Hab ich gewonnen? Was ist das denn? Das war ein 10-Sekunden-Kampf. Oh nein. Was ist das denn? Ich habe jetzt so schnell gewonnen. Guck mal, das sind die einzigen, die noch übrig sind. Es sind noch einige übrig insgesamt. Das war so schnell. Dein, ins Wasser das, geplumpst. Deins ist ja viel besser taktischer. Das ist ja peinlich, was ich gebaut habe. Wie nice ist das denn mit dem... Natürlich gehen die hier rein. Und yay, deine nicht. Jetzt. Nee, 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 nee. Meine, gehen meine haben einfach Damage bekommen hier. Was ist das denn? Das hat ja super gut geklappt, aber deine wurden ja so schnell weggeschnetzelt. Das war bei mir gar nicht gut geklappt, muss ich sagen. Ich habe nicht mal an die Dings gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, also das ging ja schneller als gedacht. Warte mal, Epic, komm, wir machen noch mal eine Runde. Wir platzieren mal jetzt wirklich 100 hin, ja? 100. Ja, okay. Okay, 100. Tschüss. Aber wir dürfen natürlich hier nichts mehr verändern. Das bedeutet einfach nur noch mal Leute holen. Ich hoffe, es klappt diesmal besser, aber ich glaube eher nicht. 100 ist jetzt fast das Doppelte? Ja, 100 ist sehr, sehr viel. Also 100 werden bei mir platziert. Es sieht nicht wirklich viel anders aus, muss ich sagen. Und bist du da bereit? Sterben schon welche bei mir, weil ich so schlecht gebaut habe. Ja, bin ich. Okay, 3, 2, 1. Okay, Jungs, Mädels, warum sind bei dir die alle auf die... Guckt ihr da... Allein ins Wasser rein, hab keine Chance. Oh, das sind aber so, so viele hier insgesamt. Kann ich jetzt hier mal... Ui. Ich bin einfach außerhalb vom Spielfeld. Gotcha. Oh, gewinnt eine... Meine oh mein Gott! Schau mal! Die wird ignoriert, die letzte! Die letzte wird wirklich ignoriert! Hey, krass! Oh, jetzt wurde sie nicht ignoriert. Alle wurden weggeschmissen. Ich glaube, ich kann machen, was ich möchte. Ich habe ja so, so eine gute Taktik hier insgesamt. Das schaue ich mir für egal wann ab. Was hast du denn da Nices dann gebaut? Hey, aua. Oh Mann, das ist ja viel besser. Guck mal, meine, die ich habe 100 platziert. Das Fake-Wasser ist anscheinend super schmerzhaft. Also das super stimmt. Schmerzhaft. Oh Mann, ja, das habe ich mir natürlich jetzt ein bisschen anders vorgestellt, auch mit den 100. Ich dachte irgendwie, die halten ein bisschen länger aus. Schau mal, wie viele noch übrig sind. Es wurden kaum welche von mir weggeschnetzelt. Ach Mann. Na gut, heute geht der Punkt an die Teenie-Jungs, aber das nächste Mal, ja. Das nächste Mal da... Du musst auch verlieren. Da werde ich auf jeden Fall mein komisches Wasser anders platzieren. Das war ja natürlich super unvorteilhaft. Die sind da einfach schon davor gestorben. Hast du Minen eigentlich platziert? Nein, ich wollte meinen nicht noch mehr Damage zufügen. Die haben hier schon gut gedamaged bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Danke. Du hast gewonnen. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.